Wie Sie sehen, sehen Sie fast nichts. Und genau das stört Roland Köhler. Der 55-Jährige geht gern in der Wesenitzaue spazieren. Doch seit einiger Zeit ist ein Teil des Areals kaum noch zugänglich. Nur ein kleiner Trampelpfad lässt erahnen, dass sich hinter den Bäumen noch etwas verbirgt. Schlimm genug, so Roland Köhler gegenüber Pirna TV, dass das Gelände verwildert. Dass aber das historische Turbinenrad langsam vor sich hin rostet und von niemandem mehr wahrgenommen werde, sei nicht zumutbar. Deshalb macht er sich nun für eine Umsetzung des Rades stark. Weil das eine Heimatsache ist. Herzensangelegenheit, dass nachkommende Generationen auch solche Dinge mal mit entdecken. Das Turbinenrad der ehemaligen Papierfabrik wurde erst 2007 bei Abrissarbeiten auf dem Gelände gefunden. Anschließend wurde es entrostet, mit Korrosionsschutz behandelt und hier zusammen mit einer Informationstafel aufgestellt. Seit einem Jahr wird der Weg jedoch nicht mehr genutzt, da durch den Bau eines umzäunten Mitarbeiterparkplatzes einer angrenzenden Firma kein Durchgang zum nahegelegenen Wohngebiet mehr möglich ist. Die Folge? Das Turbinenrad und die nahegelegene Grillecke verschwinden hinter meterhohem Gestrüpp. Damit das Turbinenrad wieder wahrgenommen wird, wünscht sich Roland Köhler, dass wenigstens dieses Rad einen Ehrenplatz kriegen wird. Wie zum Beispiel hier vorne an der Brücke könnte man das hinstellen, wo die Sitzbank ist, sodass, wenn die Touristen den befestigten Weg entlang gehen, auch gleich einen Blick für die Informationstafel, gleichzeitig für das Teil bekommen. Tags darauf konfrontieren wir Steffen Mörs mit den Bildern. Der Fachgruppenleiter Stadtentwicklung ist bereits über den Zustand des Geländes unterrichtet. Da das Areal zukünftig durch den Bau eines neuen Pfades wieder angeschlossen werden soll, ist eine Umsetzung in seinen Augen nicht nötig. Wir haben immer schon auch gewünscht, dass das wieder in die Öffentlichkeit, in den öffentlichen Fokus rückt, hatten aber leider das Problem, dass wir diese Wegeverbindung, diese Querwegeverbindung, den neuen Mühlenpfad noch nicht errichten können oder konnten aus finanziellen Gründen, sind aber weiter nach wie vor dran, dort im nächsten Doppelhaushalt diese Maßnahme reinzubringen. Dafür müssten im Haushalt rund 40.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Sollte dies genehmigt werden, kann der Mühlenpfad gebaut werden. Der neue Mühlenpfad wird von der Neumühlenbrücke entlang des Parkplatzes der Litronik führen in Richtung VfL-Gelände und wird sozusagen den Neumühlenweg mit dem Brückmühlenweg wieder verbinden. Wenn der Mühlenpfad errichtet ist, sind fast alle Maßnahmen aus dem Entwicklungsplan abgeschlossen. Das Einzige, was wir noch weiter planen, aber das gehört mit zur Renaturierungsmaßnahme der Wesensaue, weitere Ausgleichsmaßnahmen, die dort den Naturhaushalt aufwerten sollen und im Prinzip Eingriffe, die wir an anderer Stelle in Bebauungsplangebieten durchführen, kompensieren sollen. Nun bleibt nur zu hoffen, dass im Haushalt das Geld bereitgestellt wird. Roland Köhler würde es freuen.